fangen wir mit Georgine Kellermann an. Georgine Kellermann ist Journalistin. Hallo. Und ist so, hallo Georgine, schön, dass du da bist. Und ist so aufgrund ihrer Lebenswelt, aufgrund ihrer Erfahrungen, die sie selber gemacht hat, durchaus eine starke Stimme für das Thema Vielfältigkeit. Und sie ist die Gewinnerin des Contests Wer hat den schönsten Blumenstrauß im Hintergrund. Das haben wir im Vorgespräch eben so ein bisschen uns abgesagt. Und ich bin beeindruckt von diesem wunderschönen Blumenstrauß, der eine tolle Geschichte hat, aber die verraten wir jetzt hier im Talk nicht. Das würde zu weit führen. Aber glaubt mir, es ist eine Insta-Story wert. Dann haben wir noch mit am Start Raul Krauthausen. Raul ist... Na, wie wollen wir dich nennen, Raul? Ich kann da, glaube ich, nur Fehler machen. Ich sag mal, Sozialaktivist. Hat sich in verschiedenen Aktivitäten für barrierefreies Miteinander stark gemacht. Wheelmap.org, Sozialhelden, ganz großartige Stimme und Persönlichkeit. Vor allen Dingen auf Social Media, YouTube, Twitter, aber auch Instagram. Und er ist, das habe ich in meiner so halbaufwendigen Wikipedia-Recherche, Grimme Online Award Preisträger. Also hohe Prominenz hier im Talk. Raul, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir haben versucht, hier das Setup so ein bisschen ausgewogen darzustellen. Und deswegen haben wir Diana Drechsel mit im Boot, die für uns so ein bisschen die Stimme der Wissenschaft sein soll, wobei ist das ja, ist das schon schwieriger, genau, das ist eine harte Ansage, ne? Aber wir möchten vor allen Dingen so die wissenschaftlichen Aspekte beleuchten, was ist mit Gender und Sprache. Ich habe gerade die Begrüßungsworte unseres Geschäftsführers genannt und ist denn Gendern in der Sprache überhaupt notwendig, wenn Vielfalt und Diversität auch eigentlich alles betrifft? So, und warum Sprache vielleicht wirkmächtig ist und es total notwendig ist, über Sprache das deutlich zu machen, da wird Diana hoffentlich gleich was zu sagen können. Und wir wären nicht komplett, wenn nicht eine Nachbarin sozusagen von mir jetzt noch ins digitale Studio kommen würde. Miriam Müllen kommt noch dazu. Und warum ist sie eine Nachbarin? Sie arbeitet im Jugendzentrum GAP in Bonn. Ich sitze auch in Bonn, genau wie die Telekom-Stiftung, sodass wir quasi rheinische Nachbarn durchs Digitale sind. Und das GAP-Jugendzentrum in Bonn-Beul ist es, glaube ich, ne? Richtig. In Bonn-Beul sitzt ihr? Ja, in Bonn-Beul, also auf der anderen Rheinseite, ist ein Jugendtreff für queere junge Menschen. Da haben wir auch einige Fragen dazu, braucht es das eigentlich? Also wenn wir doch alle so divers und offen sind, warum braucht es eigentlich ein Jugendzentrum für queere Menschen? Genau, auch dazu wollen wir gleich ins Gespräch kommen. Ich höre gerade aus der Regie, Diana, wenn du so nett wärst, dein Mikro nochmal zu prüfen. Dein Lüfter, sagen wir, ist sehr laut. Jetzt ist er leise, das könnte aber daran liegen, dass du gemutet bist. Und ich bereite jetzt mal das Warm-up vor. Wir haben nämlich nicht nur hier fünf Leute sitzen, die sich über Diversität unterhalten wollen. Wir haben sogar ein Geburtstagskind hier mit dabei. Miriam Willen hat heute Geburtstag und ich habe hier kein Gedräng. Das war auch nicht in der Honorarvereinbarung. Wir haben uns entschlossen, live zu singen. Und wer nicht mitsingen mag, der kann klatschen. Oder, Wir müssen das nicht tun. Wir müssen da jetzt alle durch, mehr. Wir müssen da jetzt alle durch. Okay, und was singen wir überhaupt? Wie schön, dass du geboren bist. Happy Birthday. Happy Birthday singen wir. Okay, und ihr dürft alle im Chat irgendwie mit Herzen um euch schmeißen und im Chat irgendwas schreiben und bitte nicht oder gemutet mitsingen oder sonst was auch machen. Ja? Okay, auf drei. Georgine, magst du eins zählen? 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Miriam. Happy birthday to you. Ach, wunderbar. Vielen Dank. Das ist der Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Das ist der wunderbare Digital-Kanon, der aufgrund der internetverzetzten Geschwindigkeit so ein bisschen produziert wird. Aber es war uns eine Freude. Es hat aber genau gepasst, wirklich, wirklich. Es hat wirklich perfekt übereinander Wunderbar, gelassen. Sehr schön. Schade, dass ich den schönen Blumenstrauß nicht zeigen kann, den ich heute zum Geburtstag von meiner Frau bekommen kann. Hätte bestimmt mit Georgine konkurriert. Aber genau, ich bin leider im Büro. Ja, sehr, sehr, sehr vorbildlich. Und das an deinem Geburtstag. Wir sind geplättet. Lasst uns vielleicht kurz mit einer, ich habe euch schon so ein bisschen angekündigt, aber vielleicht mögt ihr selber noch zwei, drei Sätze dazu zu euch sagen. Mich würde interessieren, so irgendwie, wer seid ihr und was verbindet euch mit dem Begriff Diversität? Diana, vielleicht magst du mal anfangen. Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe jetzt ein bisschen an meinem Mikro rumgefummelt. Falls es wieder Lüfterrauschen zu hören ist, sag gerne Bescheid. Genau, ich bin Diana Drechsel. Ich bin, komme sozusagen gerade zugeschaltet live aus Berlin. Und bin sozusagen mehrbeinig quasi unterwegs in dem Thema. Komme selber aus der Geschlechterforschung, aus den Gender Studies, promoviere zurzeit zum Thema digitale Lehre und Teilhabe im Fokus auf die auf Sozioinformatik, sozusagen also auf die Software, die verwendet wird für digitale Lehre. Und ich gebe aber auch oder arbeite auch mit Lehrkräften und Hochschullehrerinnen zum Thema rund um Genderkompetenz in der Vermittlung von Digitalisierungswissen, Genderkompetenz in der digitalen Lehre. Und ich habe mich sozusagen aus meinem ursprünglichen Zuhause, sozusagen akademischen Zuhause der Geschlechterforschung, halt hin zu einer intersektionalen Forschung entwickelt, sozusagen. Und das sind so die Eindrücke, die mich so prägen, gerade auch in meiner Forschung. Was das sozusagen nochmal für einen Unterschied machen kann, wenn man wirklich mit einer intersektionalen Perspektive, also einer Perspektive auf mehrfach Diskriminierung und auch vor allen Dingen miteinander verwobene Ungleichheitsstrukturen sozusagen da drauf guckt, weil dann wird es nämlich kompliziert und ich habe das Gefühl, dass in der Praxis man eine gewisse Komplexitätsreduktion braucht und dass das ein gewisses Spannungsfeld ist. Und das finde ich sehr spannend. Und da ist das Thema Sprache durchaus auch einzuordnen in dieses Spannungsfeld. Ist meine Super. Schön, dass du da bist, Diana. Danke. Raul, danke, magst du weitermachen? Also ich bin Raul Krauthausen, ich komme aus Berlin, bin Aktivist für die Themen Inklusion und Barrierefreiheit und setze mich seit fast 20 Jahren für diese Themen ein. Wie man sieht, ich sitze im Rollstuhl und bin sozusagen, wie man so schon sagt, ein Experte in eigener Sache. Das heißt, ich versuche in erster Linie darauf aufmerksam zu machen, wie es Menschen mit Behinderung in Deutschland geht und nutze dafür vor allem die sozialen Medien. Super, danke dir. Das Geburtstagskind Miriam, magst du weitermachen? Wer bist du und was verbindest du mit dem Begriff Diversität? Okay, da könnte ich jetzt ganz, ganz, ganz viel zu sagen, aber ich versuche es mal kurz zu halten. Also genau, wer bin ich? Ich bin Mirjam Müll, ich bin pädagogische Leitung im Jugendzentrum GAP in Bonn. Wir sind ein queerer Jugendtreff oder wir nennen uns auch LGBTIQ+-Jugendtreff, aber queer als Abkürzung dafür. Ich bin Sozialarbeiterin, ich bin systemische Beraterin, ich bin Trainerin für rassismuskritische Mädchenarbeit, Mädchensternchenarbeit, genau, und arbeite seit 8 Jahren hier im GAP. Komme eigentlich aus einer komplett fachlich anderen Richtung. Ich bin ursprünglich Fotografin und habe dann aber später nochmal studiert und jetzt hier meine Profession gefunden und auch tatsächlich meine Leidenschaft eigentlich für diese Arbeit hier. Genau, wir sind typische offene Jugendarbeit, das heißt, sprich, wir sind ein Jugendzentrum, das heißt, die Jugendlichen können kommen und gehen, wann sie wollen, ganz frei das Angebot nutzen. Und Diversität spielt bei uns eine Riesenrolle. Also wir haben erstmal sehr diverse Angebote, weil wir auch diverse Schutzräume bieten wollen. Wir haben Mädels-Sternchenabend, Jungs-Sternchenabend, wir haben einen Öffnungsabend für alle, wir haben aber auch ein Angebot für queere junge Menschen mit Rassismuserfahrung, für junge Menschen, die sich als trans definieren, die sich extra Angebot, die sich als nicht-binär definieren und auch Jugendliche, die von Xenophobie betroffen sind. Genau, darum haben wir ein sehr diverses Angebot, aber auch in den Öffnungsabenden selber sind die Jugendlichen
auch nochmal sehr divers aufgestellt von allem, was sie mit sich bringen. Super, Miriam, danke, dass du da bist. Wir freuen uns total auf deine Einblicke aus der Praxis. Georgine, möchtest du die Runde komplett machen? Du bist gemutet? Genau, du bist noch stumm geschaltet. Sonst muss ich so Lippen synchronisieren. Jetzt? Das kann ich nicht so gut. Hört ihr ja, mich auch? Hören wir. Super. Ja, ich habe gesagt, ich muss doch die Runde beschließen, weil hinter mir sitzt keiner mehr, glaube ich. Also, ich bin Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk und leite das WDR-Landesstudio in Essen. Habe das 2019 übernommen und habe im selben Jahr, ein paar Monate nachdem ich da angefangen habe, öffentlich gemacht, was privat alle schon immer wussten, meine Familie, meine Freunde, meine Freundinnen und auch meine Partnerinnen, nämlich, dass ich eine Frau bin. Und das, was ich eigentlich erst zur Pensionierung oder zur Vorruhestandspensionierung machen wollte, habe ich dann noch im Job gemacht und lebe seitdem das schönste Leben ever. Toll. Also wenn das nicht ein schönes Ende für ein Intro ist, vielen Dank. Und lasst uns doch vielleicht mal... Bitte. Entschuldigung, bitte. Ich wollte mich natürlich auch bedanken, dass ich mich eingeladen habe, weil ich das als eine große Wertschätzung empfinde und das als... toll, danke, dass ich dabei sein darf. Und ich freue mich auch, mit Raoul zum Beispiel, den ich über Twitter kenne, jetzt auch mal persönlich reden zu können. Und super, ich freue mich auf die Runde. Schön, dass du dabei bist. Lass uns gerne direkt einsteigen. Und ihr hier in der Plenums-Community, schreibt gerne was in den Chat, stellt euch bei Johannes Mirus irgendwie in die Schlange, in das Foyer, wenn ihr Bock habt, hier mit in die Runde zu kommen. Da könnt ihr mit uns direkt zusammen sprechen oder eben ihr nutzt es die Chat-Funktion und stellt eure Fragen, eure Gedanken, stellt ihr einfach hier in die Mitte. Darüber werden wir uns sehr freuen. Lasst uns doch mal starten. Wir sind ja mit dem Gestalt was Camp zwei Projekte. Ich kann was, offene Kinder- und Jugendhilfe, gestaltbar, Schulen, die zur Ausbildungsreife befördern, die kriegen so digitale Erlebniswerkstätten in die Schule gebaut. Das heißt, wir haben viel, hier im Plenum sitzen viele PädagogInnen, die mit Kindern und Jugendlichen direkt zu tun haben. Und ich frage mich, also ernsthafte Frage zum einen, wie divers erlebt ihr so die Kinder- und Jugendarbeit, die da gerade gemacht wird und hinten dran gestellt? Ist der Sozialpädagoge, die Sozialpädagogin nicht vielleicht überdivers, ist ein schlechtes Wort, aber es ist das, worauf ich raus will. Also sind die PädagogInnen, die Angebote offerieren, nicht diverser als die Jugendlichen, die über die systembedingten Zugangswege zu diesen Angeboten überhaupt kommen können? Ja? Wie erlebt ihr das? Wie divers ist die Kinder- und Jugendarbeit in Deutschland, so mal von oben betrachtet? Habt ihr da eine Idee zu? Also da du sagst, von oben betrachtet, sehe ich mich jetzt nicht angesprochen, weil ich ja mittendrin stecke. Ich kann aber gerne was dazu sagen, wie ich das wahrnehme. Gerne. Also man muss natürlich unterscheiden zwischen der Arbeit, die ich hier im GAP mache und das, was ich beobachte, wie es in anderen Einrichtungen oder so im Kinder- und Jugendarbeitssystem läuft. Und da sehe ich vor allen Dingen, wenn ich so einen Blick nach außen nehme, einmal die offene Jugendarbeit, aber auch die stationäre Jugendhilfe. Und da habe ich ganz unterschiedliche Eindrücke. Ich fange mal mit den Negativbeispielen an. Ich habe selber in einem, sag ich mal, Regeljugendzentrum gearbeitet in meinem Studium. Und da war eine Atmosphäre, auch wenn das super SozialarbeiterInnen waren, die dem Thema eigentlich total offen gegenüber gewesen wären, dass dort Jugendliche, dass es überhaupt gar keine Rolle spielte, sondern eigentlich eine sehr maskulin dominierte Atmosphäre war. Und ich definitiv im Nachhinein auch von zwei Jugendlichen erfahren habe, dass sie eine Person lesbisch, eine Person schwul ist, die sich dann nicht geoutet haben. Und das wäre auch überhaupt nicht der Rahmen gewesen. Und ich gehe auch in Arbeitsteilkreise mit anderen Menschen aus der Jugendarbeit. Und da erzähle ich ganz viel über das GAP und sage immer, wenn ihr mal Jugendliche habt, dann könnt ihr die gerne zu uns schicken. Und dann kommen dann oft solche Antworten wie, ja, aber die gibt es bei uns gar nicht.
Und natürlich gibt es sie. Und die Frage ist halt, warum outen sie sich in dem Kontext nicht? Oder warum nutzen die diesen Space nicht? Auf der anderen Seite erlebe ich ja immer wieder, dass es durchaus immer offener wird und dass sich auch so kleine queere Cliquen in anderen Jugendzentren bilden. Und da muss aber der Boden für bereitet sein. Und der ist dort bereitet. Und wir bekommen auch ganz viele Anfragen aus der stationären Jugendhilfe. Ja, wir haben eine Person, die ist trans oder die ist, also gerade Trans-Thematik ist dann die häufigste Anfrage. Könnt ihr uns da mal beraten? Das kommt sehr häufig und das erlebe ich zunehmend. Und naja, bei uns ist es sehr divers. Also zu uns kommen sogar heterosexuelle Cis-Jugendliche. Aber ich erlebe einfach die Besucherinnenschaft grundsätzlich sehr divers bei uns. Vielleicht an die beiden ExpertInnen im Eigenerleben. Ich glaube, Raul, du hast das so schön gesagt. Ne? Das ist für mich natürlich ganz ein dünnes Eis werden, sodass ihr, ich hoffe, das Setting ist so, dass ihr für euch irgendwie das habt, dass wenn euch die Frage zu weit geht, dass ihr einfach sagt, habe ich keinen Bock drauf zu antworten. Ja? Georgine, hättest du dir, als du über dein Coming-out nachgedacht hast, hättest du dir, oder hast du Plattformen, hast du irgendwelche Inseln, hattest du im Kopf, wo du dich hinwenden kannst? War das so eine Nummer auf eigene Faust? Hättest du dir so ein Jugendzentrum oder ein vergleichbares Angebot gewünscht? Raul genauso. Oder ist das eher so, macht's das divers in der Unterschiedlichkeit nicht noch deutlicher? Also ich habe irgendwie 2 Jahre vor dem Outing habe ich angefangen, mit einer Therapeutin zu arbeiten. Das war der erste wirklich kluge Zug von mir, weil da war jemand, die hat von außen drauf geschaut, die hat Fragen gestellt, die ich dann auch beantworten musste. Wovor hast du eigentlich Angst und so weiter? Und dann habe ich so wirklich, wenn man so ein Puzzlespiel zusammensetzt, habe ich gemerkt, wie die Barrieren, die nur in meinem Kopf existierten, langsam abgebaut wurden. Und dann bin ich natürlich auch nach Düsseldorf gegangen, habe mich bei der Transberatung mal vorgestellt und dann gab es auch Tipps und es gab auch einen wöchentlichen Treff bei der AIDS-Hilfe. Da bin ich 2,5 Mal hingegangen und das halbe Mal war wirklich, dass ich dann mitten wieder rausgegangen bin, weil ich von denen, zu denen ich gehören wollte, nicht so richtig angenommen wurde. Ich hatte den Eindruck, das hatte auch sowas mit meinem Passing zu tun. Wir setzen uns ja selber auch noch Steine in den Weg. Dann war natürlich auch das Hauptthema immer Testosteron und so weiter. Also in dieser Gruppe waren sehr viele Frauen zu Männer, Transmenschen. Und ich will das überhaupt nicht werten oder so, aber also das war jetzt so nicht mein Thema, also bin ich da wieder raus. Und dann habe ich im Grunde genommen alles mit meiner damaligen Partnerin, aber auch mit meiner Therapeutin gemacht, dass ich mich dann geoutet habe. Das war ein Zufall. Und das ist passiert auf einer Reise nach San Francisco. Ich war privat unterwegs auf einer Geburtstagsreise und hatte mir geschenkt, als Georgine über die Golden Gate Brücke zu laufen und weil ich diese Brücke einfach liebe und fuhr also schon in den Urlaub sehr feminin gekleidet und komme in Düsseldorf auf den Bahnsteig oben, wo der Zug dann zum Frankfurter Flughafen abfahren sollte und da stand eine Kollegin und die guckte mich an, ich hatte eine große Sonnenbrille auf, die Fingernägel lackiert und ich wusste ganz genau, die fragte sich jetzt, ist das der Kellermann? Dann hat sie auch gefragt. Herr Kellermann? Also ich bin hin, habe sie begrüßt, dann sagt sie, Herr Kellermann? Und dann habe ich gesagt, ja, sagt sie, sind Sie verkleidet? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin eine Frau. Und dann war es so ein kurzer Moment, aber kein Schreckmoment, sondern so ein Moment des Begreifens. Und dann hat sie gesagt, cool. Ja, und dann bin ich in den Zug eingestiegen, wir haben da noch geredet, aber dann bin ich in den Zug eingestiegen und habe in der Stunde, die das dauert, nach zum Frankfurter Flughafen zu fahren, eine neue Facebook-Seite für Georgine Kellermann gebaut. Und die habe ich veröffentlicht und dann war das in der Welt. Deswegen bin ich den sozialen Medien auch so dankbar, dass es sie gibt. Weil wenn man mal 20 Jahre zurückdenkt, was macht man denn dann in meiner Situation? Mietet man sich einen Saal mit einer Bühne und sagt, jetzt kommt mal alle am Mittwochnachmittag dahin und dann erzähle ich euch was?
das wäre ja gar nicht gegangen. Also die sozialen Medien haben mir geholfen. Sie sind auch Last, weil natürlich viel Hass kommt und viele Trolle unterwegs sind. Aber meine Wahrnehmung ist, dass meine Öffentlichkeit, meine Sichtbarkeit in sozialen Medien für junge Menschen eine, ja, das ist eine Unterstützung für die. Ich bekomme das auch geschrieben. Es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die schreiben mir, ich habe einen Schüler in der Klasse, der wollte eigentlich bis zum Abitur warten und der will jetzt, nachdem er ihre Geschichte gehört hat, der will es früher machen. Und ich kann den begleiten, weil ich aus dem Twitter-Kontakt zu Ihnen weiß, was dahinter steckt. Oder ein anderer hat mir geschrieben, ich habe einen Artikel verlinkt oben auf meinem Twitter-Account, den hatte ich mal für die Zeit geschrieben, war ich und bin heute noch ziemlich stolz darauf, dass ich mal was für die Zeit schreiben durfte. Und die haben das in Oldenburg in der Berufsschule gelesen. Der Lehrer ist Pfarrer und der schrieb mir dann, ich soll Ihnen von der ganzen Klasse ausrichten, dass Sie traurig sind, dass Ihre Mutter Sie nie als Tochter erlebt hat. Und dann habe ich ihm geschrieben, wenn er mag, besuche ich die Klasse. Und ich fahre jetzt im Mai nach Oldenburg und besuche diese Klasse. Das sind, glaube ich, 14- bis 18-Jährige, die da sind. Er hatte dann auch zurückgeschrieben, die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Und ich freue mich richtig auf den Besuch, weil ich weiß, da bin ich willkommen. Und da ist auch meine Geschichte willkommen. Und da kann ich im kleinen Rahmen etwas dafür tun, dass das Verständnis gegenüber Menschen wie mir größer wird. Ja. Raul, wie war das für dich? Hast du als junger Mensch, der dann im Rollstuhl sitzt, ist es da vielleicht leichter, auch so eine Community zu finden von jungen Menschen, die in Rollstühlen sitzen, weil es irgendwie, weiß ich nicht, ich stelle mir das vor, Freizeitangebote, du wirst dich vielleicht mit 12, 13 nicht im Fußballverein angemeldet haben, wie das andere 12, 13-Jährige vielleicht tun. Ist also der Zugang zu dieser Community, war der leichter für dich und hast du da überhaupt Bock drauf, auch so reduziert zu werden auf diese Tatsache, im Rollstuhl zu sitzen? Also ich glaube, der Unterschied zwischen den bereits besprochenen Themen und dem Thema Behinderung, bei mir zumindest, war der, dass ich kein Outing brauchte, um als jemand gelesen zu werden, der nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört. Also ich war der einzige Mensch im Rollstuhl in meiner Klasse, aber nicht an der Schule. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich erst mit Mitte 20 mich mit dem Thema behindert sein, behindert werden über meine eigenen gesundheitlichen Anforderungen hinaus beschäftigt habe, weil ich wollte eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben. Das klingt jetzt so, ja, du hast es verdrängt oder so, aber so einfach ist es auch nicht. Ich wusste schon, dass ich behindert bin und was meine Bedürfnisse sind. Aber ich fand das irgendwie schräg, nur weil jemand anderes auch behindert ist, dass ich jetzt irgendwie mit dem beste oder beste Freundin werden muss. Das fühlt sich für mich irgendwie nicht cool an. Und ich habe mich auch nie abgeholt gefühlt durch irgendwelche Initiativen, die es gab. Weder die Jahrestagung oder behinderte Jugendreisen oder keine Ahnung was. Weil ich dachte, eher treffe ich Leute, die auch gerne Lego spielen oder Counter-Strike, als dass ich jemanden finde, der im Rollstuhl sitzt. Und das muss ich... Also ich glaube, das ist auch okay so. Also es ist okay, dass du dich in dem Alter nicht zwangsläufig mit all deinen Meinungen wegen Diskriminierungsmerkmalen auseinandersetzen musst. Dass wir alles braucht irgendwann sein oder ihre Zeit. Und ich finde, beschäftige mich ja auch schon viele Jahre mit dem Thema Jugendkulturen. Ich habe früher beim Radio gearbeitet, beim Jugendradio. Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig und anstrengend, wenn man Jugendliche pädagogisieren will. Also wenn man dann so eine Art, ja, mit mir kannst du über alles reden, ein Setting baut, weil ich will nicht über alles mit dir reden müssen. Und diesen Spagat zu gehen zwischen auf Augenhöhe sein und gleichzeitig aber auch, sagen wir mal, jemanden vielleicht auch erstmal zu diesem Thema nichts sagen zu lassen, obwohl das vielleicht der Ort ist, wo man das hätte tun können, das ist total wichtig. Und gerade im Bereich Inklusion fällt mir das immer wieder auf, dass total viele Initiativen und Programme, die es gibt, die heißen dann sowas wie, keine Ahnung, Inklusionstreff oder Rollstuhldisco oder Miteinander-Festival und so. Und ehrlich gesagt, da
da bringst du ja eigentlich nur Eule nach Athen. Ja, also die Leute, die sowieso für dieses Thema schon sensibilisiert sind, die kommen dann auch. Das heißt, zur Rollstuhldisco gehen auch nur Rollstuhlfahrende, wenn überhaupt. Aber ich als rollstuhlfahrender Mensch möchte gar nicht nur rollstuhlfahrende Menschen kennenlernen, daten, was auch immer. Sondern ich möchte vielleicht genauso das Recht darauf haben, ins Bergheim zu gehen. Aber wenn das Bergheim jetzt eine Veranstaltung macht und das heißt, wir machen jetzt hier alle mit einem Mann Disco, ja, dann gehen ja auch nur die hin, die sowieso schon für dieses Thema irgendwie sensibilisiert und offen sind. Und ich glaube, Inklusion ist was anderes. Inklusion bedeutet, dass die Menschen, die sowieso ins Bergheim gegangen wären, auch ohne das Thema Behinderung auf dem Schirm zu haben, dann zufällig auf behinderte Menschen treffen, dann ist es Inklusion. Aber nicht die, die bereits bekehrt sind. Und warum ich das so gerne hier aufmachen will, dieses Thema, ist, dass wenn du etwas Miteinander-Festival nennst, ja, oder alle zusammen, alle dabei, ihr kennt ja diese ganzen Namen, die es dann gibt, ja, dann schließe ich all die Menschen aus, die vielleicht nicht unbedingt alle zusammen sein wollen, die vielleicht nicht mittendrin sein wollen, die vielleicht nicht irgendwie mit dem Thema Inklusion zu tun haben wollen oder je zu tun hatten. Das heißt, wir müssen irgendwie Orte kreieren, wo nicht schon im Namen steht, was das Thema ist. Ja? Also das Bergheim ist offen und, keine Ahnung, ist ein zusammenbelegtes Wort aus Kreuzberg und Friedrichshain. Also du kannst da irgendwie alles reininterpretieren, was du möchtest. Wenn es aber inklusives Bergheim hieße, geht nur eine ganz bestimmte Zielgruppe hin. Und ich finde es total wichtig, dass man das möglichst offen lässt, damit ich auch als Mensch mit Behinderung zum Beispiel sagen kann, ich schaue erstmal nur zu und ich bin jetzt nicht gleich im Mittelpunkt. Ja, ist ja übrigens so eine Glasscheibe in meinem Kopf gerade kaputt gegangen, weil ich jetzt erst verstanden habe, warum das Bergheim heißt, Raul. Danke dafür. Ja. Ach, Diana, du hast, als Georgine und Raul gesprochen haben, hast du heftig mit dem Kopf genickt. Magst du was dazu beitragen, was du da gehört hast? Total gerne, danke. Erstmal muss ich mich entschuldigen, ich habe gehört, ich bin rauschig. Also ich hoffe, dass ich trotzdem okay zu verstehen bin. Ich finde diese Punkte, die ihr alle gesagt habt, ich habe mir fleißig Notizen gemacht. Ich komme ja sozusagen aus der Mädchenförderung in MINT, Mädchenförderung in der Informatik. Ich mache immer Anführungsstriche, weil ich das ein ganz schwieriges Wort finde, Mädchenförderung so. Das ist sozusagen so meine Einflugschneise in diese ganze Thematik, Diversität und so weiter. Und was jetzt, Raul, was du zum Schluss gesagt hast, dieses Beispiel mit dieser Jugendreise, vielen Dank, dass du davon erzählt hast, weil das finde ich ein schönes Beispiel dafür zu sagen, dass es bei Diversität aus einer intersektionalen Sicht meines Erachtens nicht um die Differenzen geht, sondern um die Gemachtheit von Differenzen. Und dass man vielleicht auch darüber nachdenken könnte, wie stellt man Gemeinsamkeiten her? Also Raul, du hattest dieses Beispiel gesagt, so die Differenz wäre sozusagen etwas zu kreieren, was mich unterscheidet aufgrund meines Rollstuhls, aber eine Gemeinsamkeit wäre irgendwie Zocken oder Lego spielen oder irgendwas. Genau, ne, feiern dies, das so, ja, und dass sozusagen, wenn wir uns quasi über dieses Thema Diversität Gedanken machen, dass wir dann immer im Blick behalten, dass diese Differenzierungen, diese Differenzen sozusagen gemachte Prozesse sind, ja, und dass vielleicht die Überlegung, wie kann man Gemeinsamkeiten herstellen, da nochmal ein Ausweg sozusagen ist aus dieser Schleife von, wir sprechen immer sozusagen die Betroffenen an. Es ist sozusagen immer Angebote für, ne, sozusagen. Und weil da kommen wir ganz schnell auch in diese Schwierigkeit oder in diese Herausforderung, wer ist denn meine Zielgruppe? Und da gibt es mittlerweile auch schon aktuelle Forschungsprojekte dazu, die eben festgestellt haben, es geht eben nicht, also diese eindimensionalen Zielgruppendefinitionen, ja, Mädchen oder Jugendliche mit Behinderungen und so weiter und so fort, da holen wir uns mehr Stereotypisierungen und Differenzierungen wieder rein, als wir sozusagen, also wir reißen quasi mit dem Arsch ein, was wir vorne mit den Händen aufbauen, wenn ich es mal so sagen darf, ja. Und das ist halt die Frage, oder da wird eben vorgeschlagen oder gesagt, wir brauchen eine intersektionale Zielgruppendefinition auch, ne.
und auch zu gucken, was ist genau der Kontext von einem wenn ich ein Bildungsangebot entwickle oder irgendein Angebot entwickle, was genau ist denn meine Zielgruppe in dem Kontext? Weil nicht in allen Kontexten sind alle Ungleichheiten gleich mächtig, sage ich mal. Ne? Schule ist ein anderer Ort als Hochschule und anderer Ort als Kindergarten und so weiter und so fort. Ne? Deswegen, also geht es mehr um Gemeinsamkeiten. Und Miriam, was du noch am Anfang gesagt hattest, fand ich auch nochmal sehr wichtig, der Boden muss bereitet sein. Ich finde das eine ganz schwierige Situation, wenn eine Institution wie eine Schule sozusagen quasi immer darauf wartet, dass irgendwelche SchülerInnen kommen und sagen, hey, ich habe hier einen Bedarf. Und dann wird überlegt, so, wie machen wir denn das? Weil dann ruht sich nämlich eine Institution aus auf ihren unsichtbaren Normen. Ja, welche SchülerInnen haben wir als Norm in unserer Vorstellung? Und danach wird die Schule aufgebaut, räumlich, didaktisch, institutionell, strukturell. Und dann, dann könnt ihr auch was sagen, wenn ihr was anders haben wollt. Und das finde ich halt, das finde ich nicht cool. Und wenn ich mit Lehrkräften arbeite, dann geht es mir immer um Gestaltungsmacht, dass ich sage, ihr habt alle Gestaltungsmacht und ihr seid in der Verantwortung, weil ihr diese Macht habt. Ja, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ihr habt diese Verantwortung, den Boden zu bereiten, auch ohne, dass ihr seht, dass der Bedarf besteht. Weil ihr seid situiert, ihr könnt nur sehen, was ihr sehen könnt. Ja, und wenn ich ein weißer Hetero-Cis-Lehrkraft bin, dann werde ich Schwierigkeiten haben, Diversität in aller Vielfalt zu sehen. Und das muss ich mir bewusst sein. Das ist nicht gut oder schlecht oder schlimm oder böse, sondern es ist einfach so. Und damit muss man irgendwie umgehen. Und deswegen zu sagen, okay, was kann ich tun beforehand? Also ja, ich muss den Boden bereiten. Und ich kann nicht immer die Verantwortung auf die Betroffenen abwälzen, weil das ist nämlich ein ganz wacker Move von Institutionen und Organisationen, sich auf diesen, auf sich selbst sozusagen auszuruhen und zu sagen, na dann irgendwie sagt doch Bescheid, wenn er was braucht. Ne? Ja, und genau da, wenn ich da ergänzen darf, da drin liegt auch eine große Gefahr. Also wenn zum Beispiel, also bei uns in der Klasse war das so, Raul, du bist doch behindert, erzähl mal, wie das ist. Und denkst so, what the fuck, nein. So, ich bin behindert, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie jetzt für euch, weil ihr das gerade wollt, einen Seelenstriptease zu machen. Und es gibt so Situationen, ich erinnere mich, als wäre es gestern, da haben wir im Religionsunterricht den Kinofilm Vorstadt Krokodile gesehen. Also damals die Version aus den 70ern, 80ern. Ne? Und ich wusste ganz genau, schon als Kind, wir gucken diesen Film nur, weil ich in der Klasse bin. Und ich habe mich so in Grund und Boden geschämt für dieses Outing, also auf eine Art wurde ich geoutet, weil in dem Film geht es darum, dass der Junge am Anfang gemobbt wird. Und ich hatte große Angst davor, dass dieser Film meinen Klassenkameraden legitimiert, mich auch zu mobben. Und ich hatte große Angst davor, dass meine Klassenkameradinnen denken, ich wäre auch einsam. Ich war gar nicht einsam. Aber dieser Film hat mir den Gedanken gegeben. Und da steckt auch eine große Gefahr, wenn man, weil Vielfaltsmerkmale in der Klasse sind, man die dann so auch in den Mittelpunkt stellt, auch wenn es gar nicht um die Person direkt geht, sondern über einen Film oder über ein Buch oder über Pippi Langstrumpf und keine Ahnung was, wir dann plötzlich alle über das N-Wort reden müssen, wo ich denke so, es ist wichtig, dass man das irgendwie reflektiert, aber nur weil jemand mit schwarzer Hautfarbe in der Klasse ist, heißt das jetzt nicht, dass die Person deswegen so benutzt werden darf. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin da total bei euch, was ihr sagt. Ne? Ich habe so, komme selber auch irgendwie aus der offenen Kinder- und Jugendhilfe, vor allen Dingen mit jungen Menschen, die eine Suchterkrankung haben. Ich verstehe das, Gemeinsamkeiten, ich bin irgendwie mehr als so meine äußeren Merkmale und so, das kann ich alles mitgehen, aber so Jugendzentren wie das GAP in Bonn, das wo Miriam arbeitet, die gibt es ja nicht ohne Grund. Also klar ist dieses Girls Can Code und Mädchenförderung, natürlich finden wir das alles hier in unserem Gestalt was Elfenbeinturm irgendwie ätzend, ja, und aber die Wahrheit ist ja, dass es durchaus systembedingte Zugangsbarrieren gibt für Menschen, die sich queer fühlen, ja, die eben nicht
so angenommen werden, wie sie sind, obwohl sie in einer Institution der offenen Kinder- und Jugendhilfe ankommen. Vielleicht auch verunmöglicht durch ein System, wo PädagogInnen je nach Trägerschaft Angst haben müssen, sich scheiden zu lassen oder zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen offen zu stehen. Ja? Also ist das überhaupt möglich, in so einem Rahmen eine gemeinschaftsorientierte Jugendarbeit irgendwie, ist der Nährboden überhaupt dafür da? So. Und ich hab, deswegen habe ich wirklich bei dem Gap im Speziellen und bei diesen ganzen vergleichbaren Initiativen, es gibt ja dann irgendwie auch wo dann bestimmte Communities irgendwie migrationsbiografisch angesprochen werden. Ich finde das auf der einen Seite, ist es gut, dass die eben, wenn sie das möchten, in die Richtung so eine offene Tür finden. Aber genau das, was ihr sagt, findet ja einfach eben nicht statt. Es ist eben nicht so, dass wenn ich in manchen Jugendzentren als Person of Color auftauche, dass ich da so angenommen werde, wie ich bin. Also es ist ja nun mal nicht die Realität. Und so, dass ich so eine Ambivalenz habe bei dem Gap und bei anderen sagen, ich finde es mega geil, dass es euch gibt, ja, aber es ist irgendwie auch schade, dass es euch geben muss. So, ja. Miriam, bitte. Ich glaube, Ron hat sich eigentlich vor mir gemeldet. Mach du zuerst, nee, mach du zuerst. Okay, sehr alles klar, danke schön. Genau, also ja, im besten Falle werden wir obsolet. Ne? Und dann braucht es uns nicht mehr und dafür tun wir alles. Aber es wird, glaube ich, nicht so schnell der Fall sein. Und die Jugendlichen, die so ein Jugendtreff nicht brauchen, weil sie mit ihrem Outing so gut wie problemlos in ihrer Freundinnen und Familie angenommen werden, die kommen halt nicht zu uns. So, zu uns kommen die, die diesen Schutzraum brauchen. Und diese Schutzräume, glaube ich, werden in ganz vielen verschiedenen Sparten gebraucht. Weil wenn wir über Diversität sprechen, also Diversität ist erstmal ein total wunderschöner, toller Begriff, der irgendwie alles meinen kann. Aber wenn wir über Diversität sprechen, dann müssen wir vor allen Dingen auch über Benachteiligung sprechen. Also wie werden Menschen in ihrer Diversität benachteiligt? Und da müssen wir wieder noch wiederum kleinteiliger über Intersektionalität sprechen. Also wir werden, wo sich Diskriminierungsmerkmale verschränken, also eine lesbische Person of Color, die im Rollstuhl sitzt, was erlebt die für Diskriminierung und welche Barrieren erlebt die in ihrem Alltag? Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da müssen wir uns auch, also ich habe eben gesagt, ja, wir sind total divers und andere Jugendzentren sind dies oder das. Aber wir müssen uns auch an die eigene Nase fassen. Also wir generieren mit Sicherheit Ausschlüsse. Da bin ich mir hundertprozentig davon überzeugt. Und wir sind seit mittlerweile 5 Jahren auf der Suche nach barrierefreien Räumen. Und wir können sie nicht es gibt sie, aber die können wir nicht finanzieren. Und also da generieren wir einen Riesenausschluss. So, und das muss geändert werden. Und ich wöchentlich gucke ich die Immobilienanzeigen und es wird sich wahrscheinlich bald was ändern. Wir haben jetzt was ganz, ganz nah vor der Nase, was barrierefrei sein wird. Aber dann müssen wir immer noch gucken, produzieren wir nicht Ausschlüsse zum Beispiel gewisser Neurodiversität von Menschen. Also Menschen, die sich aus irgendwelchen Gründen bei uns nicht wohlfühlen. Und oder auch was Georgine gesagt hat. Ja, ganz viele transfeminine Personen fühlen sich bei unserer Transfer nicht wohl, weil das ein sehr maskulin dominierter Raum ist, meiner Meinung nach. Ich habe gestern einen Antrag für ein spezielles Angebot für transfeminine Jugendliche abgeschickt. Ich hoffe, der wird bewilligt. Einfach um dann nochmal einen extra Schutzraum zu schaffen. Und wir haben jetzt wurden auch angefeindet, weil wir bei einer Demo gab es einen queeren Block und einen BIPOC-Block und da wurde uns dann Rassentrennung vorgeworfen. Und es ist ja es geht ja darum, dass selber queere BIPOC-Jugendliche ihren eigenen Block wollten und einen Schutzraum wollten und auch ihre eigenen Themen haben. So, ne? Also da finde ich das ganz schwierig manchmal. Und genau, wollte einfach nur sagen, wir versuchen unser Bestes, im besten Falle soll es uns nicht geben, aber wir generieren auch selber Ausschlüsse. Ja, ich will da gar nicht für die... Raul, du bist dran, Entschuldigung. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen, dass die Gefahr von solchen spezialisierten Zentren ja auch die ist, dass man auch dahin geschickt werden kann. Ne? Also so, geh mal lieber an den Ort, der extra für dich ist. Und das ist, da macht man dann das der Welt, der stinknormalen Jugendarbeit vielleicht auch manchmal zu leicht. Ich finde... wir können vielleicht viel aus der Idee der Inklusion lernen. Ja, es gibt in Hessen, in Schleswig-Holstein, gibt es eine Schule ohne Schüler.
Und das ist eine Blindenschule. Und da sind einfach die LehrerInnen angestellt, die sich für blinde SchülerInnen spezialisiert haben. Und diese LehrerInnen gehen zu den Schulen, wo blinde Kinder sind. Deswegen ist es eine Schule ohne Schüler. Und ich glaube, wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, ob man sowas nicht auch mit Jugendfreizeiten macht. Also dass man sagt, okay, da gibt es die Kompetenzen von den PädagogInnen vor Ort, die vielleicht auch Methoden haben, die Safe Spaces haben und so weiter und so fort, dass man dann situativ bezogen auf den Bedarf einer jugendlichen Person zugeschnitten Angebote machen kann, aber nicht permanent sie deswegen aussortiert und sagt, ja, nee, die Gay-Jugend, die darf dann dahin, also die ganz Selbstbewussten, die sich verhalten wie Heteros. Also das ist ja nicht irgendwie auch nicht Sinn der Sache, sondern wir müssen natürlich auch die klassische Jugendarbeit natürlich auch befähigen, mit Vielfaltsdimensionen umzugehen und dann eben auch weiterzubilden. Früher gab es Mädcheninternate und heutzutage wirst du schräg angeguckt, wenn du auf einem Mädcheninternat warst. Also Gesellschaften können sich auch ändern und bessern und vielfältiger werden, wenn wir auch die Leute letztendlich mit in die Verantwortung nehmen, sich dem Thema Vielfalt zu stellen. Diana und Jordine, ich habe euch gesehen, bevor ihr antwortet, bevor ihr Wortbeiträge gebt, würde ich euch bitten, also dich hier, alle, die mithören, bitten, wir haben eine Umfrage für euch. Die könnt ihr vielleicht in der Zwischenzeit, wenn ihr wollt, daran gerne teilnehmen. Und zwar geht es uns darum, wir würden gerne mehr darüber erfahren, wie erlebst du Diversität in deiner Einrichtung, für die du arbeitest. Macht das vielleicht auch mal in der Zwischenzeit und dann dürfen erst Diana und dann Jordine ihre Statements gerne reingehen. Diana. Dankeschön. Ich wollte nur noch mal ganz das aufgreifen, Miriam, was du auch gesagt hattest, dieses, du hattest vorhin gesagt, es kommen auch Hetero-Cis-Jugendliche, ne? Und die Frage ist, will ich ein, also wie soll ich sagen, ich habe mir so aufgeschrieben, braucht es queere Orte oder braucht es anti-heteronormative Orte? Ich fühle mich zum Beispiel auch nicht wohl, wenn es von Heteronormativität tropft, obwohl ich selber in einer heterosexuell gelabelten Beziehung lebe. Also weißt du, was ich meine? So dieses sich wirklich als Einrichtung, als Institution, egal ob ich jetzt als, ich sag mal jetzt Schule, als also jetzt nicht, also auch als Institution, die nicht einen speziellen sozusagen Auftrag hat, ja. Dass ich mich einfach frage, wie reproduziere ich Heteronormativität, wie reproduziere ich Rassismus in meinen Strukturen und so weiter und so fort, dass das der Auftrag an alle sein muss, die irgendwie mit Bildungsarbeit oder die irgendeinen Bildungsauftrag haben so. Oder die irgendwie mit Jugendlichen in Kontakt kommen, weil man dann sozusagen das wegholen kann von den Personen sozusagen, die da sind, dann kann eben jeder irgendwie da gut sein. Und ohne, dass ich sozusagen immer sagen muss, hey, du im Rollstuhl, hey, du queere Person, so, weil, ja, Raul, wie du auch gesagt hast, hat man auch immer keinen Bock mit jedem darüber immer zu reden, so, ja, also deswegen, das ist genau, was ich zum Beispiel versuche in meiner Arbeit mit Lehrkräften, diesen Blick umzudrehen, weg von denen, für die man etwas macht, sondern ich gucke mich an und gucke an, wie reproduziere ich diese Ungleichheitsstrukturen und was kann ich daran ändern. Und dann schauen wir mal, was sich im Außen ändert. Weil wenn sich im Innen nichts ändert, wird sich auch im Außen nichts ändern. Es geht immer um Denken, Fühlen, Handeln. Und ich komme auch aus dem Coaching, Miriam, du, ne, diese Abfolge, das finde ich eine ganz wichtige Abfolge, weil viele Projekte fangen im Handeln an. Und wenn aber das Denken sich vorher nicht geändert hat, dann kann das Handeln schnell sehr schwierig werden und schnell wieder sehr viele Ausschlüsse produzieren, Stereotypen reproduzieren und so weiter. Das Problem ist, das ist nochmal das Statement, dann hüte ich mich wieder, aber ich glaube, das Problem ist auch diese Finanzierungslogik. Ich bin ja, ne, ich kenne das auch vom BMBF jetzt aus dem Kontext oder von anderen GeldgeberInnen, die brauchen halt immer einen Aufkleber oben drauf. Die brauchen ein Label, damit sie verstehen, warum sie für irgendjemanden Geld geben müssen. Und ich glaube, dass das ganz eine ganz große Stellschraube ist, an der man drehen kann, ist, dass man diese GeldgeberInnen mal irgendwie sich mal schnappt und mit denen man spricht, so, keine Ahnung, dass die verstehen, dass es eben einfach nicht
die suchen halt immer nach den Worten. Mädchenförderung, ah super, so, jetzt haben wir hier, haben wir hier einen Topf, wunderbar. So, dann ist die nächste Legislaturperiode eine andere Regierung, dann wird der Mädchenfördertopf zugemacht, bumm, dann hast du wieder ein Problem, musst du dir was anderes ausdenken. Aber statt einfach zu sagen, hey, wir wollen wirklich, wir fördern Projekte, die wirklich an die, die wirklich strukturelle Veränderungen in den Organisationen selber implementieren. Nein, es geht immer um das Außen, was kann ich für die Betroffenen tun. Aber sich selbst mit einzubeziehen, als aktive Akteurin an der Erhaltung von Ungleichheit, das ist, glaube ich, das, wo wir irgendwie hin müssen. Und ja, jetzt würde ich. Georgine. Ich glaube, das ist auch eine Frage der Sozialisation ist. Ich kenne in Ratingen eine Mutter, die hat mir vor etwa einem Jahr, hat sie mich auf der Straße angesprochen. Wir kannten uns schon vorher, aber da hat sie mich angesprochen und gesagt, hören Sie mal, ich habe die ganze Woche an Sie gedacht und ich habe nach 13 Jahren keine Tochter mehr, sondern einen Sohn. Und ich möchte, dass mein Kind glücklich ist. Und wir haben natürlich dann immer, sie arbeitet auf dem Markt und ich habe da immer dann auch meinen Lavendel eingekauft und so weiter. Und wir haben dann immer geredet. Und vor 2 Monaten sagt sie, sie hätten ihren Sohn von der Schule, auf die er ging, das ist das innerstädtische Gymnasium, abgemeldet, weil das da nicht möglich gewesen wäre. Auch aus der Lehrerschaft heraus unterstützend nicht. Und sie haben das Kind dann in einem Vorort aufs Gymnasium gebracht und sie sagt, der Rektor hat sofort ganz toll reagiert. Das erlebe ich immer wieder, wenn der Fisch stinkt vom Kopf her, wenn oben jemand ist, der sagt, das machen wir jetzt, dann macht der Rest mit. Und wenn da oben jemand ist, der zögerlich ist, dann zögert auch der Rest. Und solange wir Klassen haben, in denen das Wort schwul immer noch ein Schimpfwort ist, werden wir Klassen haben, in denen homosexuelle Menschen sind, die sich nicht trauen zu sagen, wie sie die ihre sexuelle Identität nicht offenlegen. Und solange wir das haben, und ich glaube, das ist immer noch die diversen Schulen, die diversen Klassen, die sind immer noch in der Minderheit. Und die Mehrheit, glaube ich, ist immer noch dieses Ablehnende, verächtlich Machende. Und da möchte ich von wegkommen. Ja. Raul, vielleicht letztes Statement. Ich habe noch eine weitere Kiste für euch, die ich gerne aufmachen würde. Raul, bitte. Ich finde das super, dass Georgine das angesprochen hat, mit dem, was auf dem Schulhof alles gesagt wird. Das Wort behindert ist ja wahrscheinlich auch sehr, sehr beliebt in der im Schulhof und so. Und ich finde es ehrlich gesagt, wir müssen auch gucken, wer wir sind. Ja, also wir sind jetzt hier irgendwie 4 erwachsene Menschen, 5 mit Ben. Wir urteilen jetzt quasi, wie Jugendliche auf dem Schulhof zu reden haben. Und das finde ich persönlich auch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir waren alle mal jugendlich und wir brauchten auch alle irgendwie unsere Jugendsprachen gegenüber, um uns abzugrenzen gegenüber erwachsenen Menschen. Und ich kenne das selber, dass dann sehr häufig, wenn ich in der Nähe bin, andere Erwachsene zu den Jugendlichen sagen, behindert sagt man nicht und so. Und ich sage, guck mal, das ist doch Raul. Und dann denke ich so, oh, lass die doch einfach mal ihre Jugendsprache beibehalten. Man kann das anders machen, man kann das anders erklären. Und zwar nicht, indem man es verbietet oder irgendwie den Leuten sagt, Behinderung ist aber kein Schimpfwort und so. Weil dann sagen die es oft erst recht. Sondern ich versuche dann einfach mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und einfach sagen, okay, pass auf, mir ist ja eigentlich scheißegal, was du auf dem Schulhof mit deinen Kumpels machst. Es geht mich auf den Scheißdreck an. Ich möchte nur, dass du weißt, dass es Situationen geben kann, die du vielleicht nicht beabsichtigt hast, wo du jemanden richtig mit verletzen kannst. Und es bleibt dir überlassen, ob du das Wort weiterhin benutzen möchtest, ob du dir zutraust, die Situation entsprechend einzuschätzen, ob das gerade ein Ort ist, wo du das zu deinen Buddies sagen kannst, ohne dass sich jemand ernsthaft verletzt fühlt, oder ob du dir das nicht zutraust. Und wenn du das nicht einschätzen kannst, aber trotzdem sagen willst, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben, dass andere Menschen dich als Arschloch empfinden. Und dann bist du aber für dein eigenes Handeln verantwortlich. Und ich glaube, ganz oft ist es nämlich so, dass junge Menschen gar nicht wissen,
was dahinter steckt. Also die haben schon ein gewisses moralisches Empfinden. Die wollen ja vielleicht jemanden gar nicht so sehr verletzen, wie es verletzbar wäre. Aber sie wissen auch, dass das Wort behindert eigentlich was anderes meint. Und ich finde, ich habe für mich die Beobachtung gemacht, dass ich viel weiter komme, wenn ich mit ihnen ganz offen darüber rede, ohne ihnen das Wort gleich zu verbieten. Weil dann fangen die auch an, untereinander sich zu belehren, was viel glaubwürdiger ist, als wenn die ganze Zeit so ein Sozialpädagoge hinter denen herrennt. Ja. An die Regie, wenn ihr die Ergebnisse unserer Menti-Umfrage habt, haut sie gerne mal in die Mitte. Also, wie erlebst du Diversität in deiner Organisation, war die Frage. Es haben 22 Personen mitgemacht. Zwei davon sagten, es ist total sehr divers bei uns in der Organisation. Kaum ist gar nicht vorhanden, 7 und teilweise vorhanden, 13. Das bildet sich ja so ein bisschen das ab, was wir auch jetzt diskutiert haben. Ne? Und das ist, also danke, dass ihr mitgemacht habt, aber ich bleibe dabei, das ist irgendwie ein Ergebnis für die offene Kinder- und Jugendhilfe, das wir irgendwie nicht loslassen dürfen, wenn wir jetzt gleich ins Wochenende gehen. Ja? Ich würde mit euch gerne, wie gesagt, eine zweite Kiste noch öffnen. Und zwar ist das Thema Social Media und Technik. Zwei irgendwie Bälle dazu, die ich in die Mitte geben mag. Das eine ist, Technik braucht mehr Einflüsse der Sozialwissenschaften. Also Technik ist ziemlich wenig divers. Ja. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Rassismus, algorithmischer Rassismus. Ja. Also wie rassistisch ist die Technik, mit der wir irgendwie zu tun haben? Ihr kennt möglicherweise die Schlaglichter irgendwie der Videosysteme, die irgendwie Person of Color mit einer besonderen Quote irgendwie rausfiltern oder eben Twitter-Algorithmus beim Bildbeschneiden, wo Person of Color überproportional häufig rausgeschnitten werden. Da gab es ja mal so einen Versuch mit Barack Obama und einem weißen Politiker. Dann denke ich an die Crash-Testungen, an Airbags, die irgendwie auf Männer ausgerichtet waren. Also es hat sich irgendwann geändert, aber bis zum Ende der 80er Jahre war diese ganze Anschnallgurt-Testung auf Männer ausgerichtet. Und Frauen mussten so ein Stück weit hoffen, dass die einen männlichen Körperbau haben. Das schützt sie besser beim Verkehrsunfall, als wenn sie jetzt irgendwie einen fraulichen Körperbau haben. Wir kennen jetzt diese Crash-Test-Dummies natürlich in allen Formen und Größen, ja, aber das war nicht immer so. Also wie können wir Diversität in die Welt der Technik bringen? Wie können wir Diversität Social Media so als Lautsprecher, als Verstärker, hilft uns das? Georgine hat es angedeutet, irgendwie schön, dass es Social Media gibt, ja. Ich weiß das manchmal nicht, ne? Ob das gerade, wenn ich mir TikTok und Instagram anschaue, ob das nicht so dadurch, dass es auf Show-Off ausgelegt ist und nicht auf Austausch, ja, ob das nicht eher noch Schubladen verstärkt, als dass sie die öffnet. Bitte, Arena ist frei. Raul, bitte. Also genau, keiner muss sich melden. Einfach nacheinander reinquatschen. Sonst komme ich mir wie so ein Lehrer vor. Das ist ganz schrecklich. Okay, also meine Verbindung geht gerade ganz schlecht. Ich suche mal kurz einen Ort mit besserer Verbindung. Ja? Ich bin mal kurz am Rumlaufen hier. Super. Also nimm uns gerne mal mit durch deine Wohnung. Genau, was ich bei der ganzen Thematik manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir jetzt anfangen, wieder das nächste große Urteil zu fällen über Social Media, ohne genau zu gucken, was vorher eigentlich besser. Ja? Also wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, okay, jetzt reden wir darüber, dass irgendwelche Algorithmen rassistisch sind, was sie definitiv sind, ich will gar nicht abstreiten. Aber wie rassistisch war eigentlich die Medienlandschaft vorher, die davor entschieden hat, wie viel POC wir im Fernsehen sehen, was damals das Medium war. Ja? Warum sehen wir bei Anne Will und Co. eigentlich schwarze Menschen immer nur dann, wenn es um das Thema Rassismus geht und nicht in anderen Bereichen auch? Und
Jetzt kann man natürlich sagen, Social Media reproduziert auch Rassismus, aber ich sehe jetzt inzwischen auch Menschen, schwarze Menschen, die zu anderen Themen sich äußern. Ich sehe inzwischen auch Menschen mit Behinderungen, die zu anderen Themen sich äußern. Und dass vielleicht ein Algorithmus, so böse, so doof das jetzt klingt, ja, aber vielleicht ein Algorithmus auch leichter ausgetrickst werden kann, als eine Chefredaktion, die weiß, heterosexuell und cis ist. Wie oft ich als Mensch mit Behinderung an Chefredaktionen gescheitert bin, um ein Thema zu platzieren, und wie leicht ich inzwischen auf Social Media aber Themen setzen konnte. Ja, also ich bin vorsichtig mit so pauschalen Urteilen darüber, ob Algorithmen jetzt der nächste Untergang der Menschheit sind. Total. Also ich muss also wirklich sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin zu TikTok jetzt zum Beispiel, Raul, daher, ich bin auch ein Follower von mir, Followerin. Ich glaube, ich habe TikTok mir installiert, ich glaube im April 2020, als ich gedacht habe, wenn ich jetzt nicht irgendwas mir hole, wo ich mich ablenken kann, dann gehe ich hier richtig durch, ja, irgendwie im Lockdown. Und ich habe, glaube ich, in dem einen Jahr, wo ich dann wirklich das, TikTok sehr hardcore genutzt habe, mehr antirassistische, jetzt in meinem Fall, Bildung bekommen, als ich in meinem ganzen Studium der Gender Studies hier bekommen habe. Einfach durch dieses, genau, Ralf, was du gesagt hast, diese Möglichkeit, als marginalisierte Person eine Stimme zu haben und sich die einfach zu nehmen. Und ja, auf TikTok, wir wissen, das haben wir auch mitbekommen, Shadowbanning, Digital Redlining, dies, das, aber genau, was Raul gesagt hat, das ist jetzt ja keine Überraschung. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, vorher war alles super und jetzt kommen auf einmal die Algorithmen und jetzt funktioniert es nicht. Es ist einfach ein neues Medium, wo wir genau wieder dieselben Ungleichheitsstrukturen sehen, aber wir haben halt einfach auch wahnsinnig viel Potenzial. Ich kann einfach live gehen und kann meine Realität zeigen, ohne dass dass einfach andere Leute mich da nicht aktiv sozusagen verhindern können. Und es geht eher darum, jetzt zu gucken, wie können wir diese Debatten über Social Media und wie funktionieren auch die Zusammenstellung von den For You Pages auf den Social Media Plattformen. Es ist ja auch die große Frage, ob die diese Bubbles eher sozusagen erhärten. Ja, wenn ich einmal irgendwie in meiner Querdenker-Bubble bin, dann wird TikTok mich da nicht rausholen, weil sozusagen wir immer wieder derselbe Content. Und wenn ich aber in meiner antirassistischen, queer-feministischen Bubble bin, dann ist es für mich so, puh, geil, was gibt's da noch alles draußen? Ja, also es ist sozusagen, ja, wir müssen darüber reden. Und wenn das du gesagt hast, diese Verknüpfung, wir brauchen Sozioinformatik, wir brauchen Social Data Analysis, wir brauchen eine ganz harte Interdisziplinarisierung sozusagen von diesen von den Wissenschaften und von den Forschungen auch darüber. Ne? Ich selber bewege mich ja auch sozusagen an diesen Schnittstellen. Ne? Für mich gibt es auch nicht wirklich eine Bezeichnung, so irgendwie quasi disziplinär. Da sind wir auf dem Weg. Da wird noch viel Arbeit gemacht werden müssen. Wir brauchen Leute, die entsprechend ausgebildet sind, auch sozusagen, ne, die das beides im Blick haben. Aber ich bin persönlich so ein harter Fan von Social Media und von dieser ganzen Möglichkeit des relativ niedrigschwelligen. Ne? Du brauchst auch Equipment, du brauchst eine Internetverbindung, du brauchst gewisse Kompetenzen, dies, das. Aber auch wenn ich einen Zeitungsartikel schreibe, brauche ich Kompetenzen. Ne? Ich muss schreiben können, ich muss Leute kennen, ich muss auch wissen, wie das Game läuft. Ne? Also, und ich glaube einfach, dass dieser Moment, der, dass man seine eigene Stimme so zeigen kann, wie man, also die unverfälscht sozusagen zeigen kann, mit allen Schwierigkeiten, die damit hängen. Aber das ist so ein großes Potenzial, was ich selber in meinem eigenen Leib sozusagen spüren konnte, wofür ich so dankbar bin, dass es das gibt. Und auch jetzt hier so ein Format. Ne? Wir wären wahrscheinlich nie so in dieser Konstellation zusammengekommen, wenn es irgendwie nicht digital wäre. Also die Digitalität ist. Ja, Miriam, bevor du reingehst, zwei Sachen. Danke für euer Mitmachen im Chat. Wir nehmen das zur Kenntnis, wenn ihr konkret Fragen habt oder mit auf die Bühne möchtet, bringt es irgendwie ein. Toll, dass ihr quasi mitplottet.
ich meinte auch gar nicht so sehr, Miriam, du bist sofort dran, ich meinte gar nicht so sehr so eine pauschale Ablehnung gegen Social Media. Social Media ist ein guter Ort, ja, mit ein paar Drecksecken, ja, das haben wir auch in der Stadt, haben wir das so, ja. Ich meine eher so das Bewusstsein zu sagen, Algorithmen, die regnen ja nicht vom Himmel. Das ist ja nichts Gottgleiches, was irgendwie geschieht mit uns. Das ist ein Kochrezept, was jemand aufgeschrieben hat. Und dieser jemand ist möglicherweise eher männlich und weiß und cis-orientiert. Und das ist ein Problem, ja? wenn wir alle nach dem Rezept jetzt irgendwie mehr oder weniger kochen. Und natürlich können wir Reichweite reinkriegen. Natürlich können wir so barrierefrei wie noch nie vielleicht Informationen tauschen. Gleichwohl sieht die Lebensrealität von jungen Menschen eben so auch aus, dass ich dann vielleicht doch lieber den Face-Filter nehme, dass ich, wenn ich auf der Suche nach meiner Community bin, dass ich vielleicht eher von den ganzen perfekten, schönen Leben geblendet bin, die mir irgendwie weismachen, ich bin anders, ja, so, also nochmal keine pauschale Ablehnung Social Media gegenüber, ganz im Gegenteil, eher so auf dieses deutlich machen, Algorithmen, die geschehen nicht, die machen wir, ja, und wir haben vielleicht auch so einen Anspruch darauf, dass Algorithmen in gewisser Weise so ein Gemeinwohl irgendwie orientiert ausgerichtet sind, ne? weil uns diese Plattformen alle in unserem Leben beschäftigen und bewegen, ja. Miriam, jetzt aber du gerne. Ja, Gemeinwohl ist ein super Stichwort, weil ja zum Beispiel sowas wie Facebook auch eigentlich eine gemeinnützige oder sich so präsentiert, als wäre es eine Plattform, die Menschen nur zusammenbringen soll. Da liegt ja, was die Algorithmen angeht, die Macht in der Hand von ganz wenigen Menschen. Und wenn jetzt zum Beispiel Mark Zuckerberg sensibilisiert wäre für benachteiligte Menschen, dann sähe dieser Algorithmus ganz anders aus. Dann würden wir vielleicht ganz schön in einer anderen Welt leben. Aber Facebook ist ein relativ junges Phänomen und vielleicht kommt nächstes Jahr oder in 5 Jahren das nächste Phänomen und da ist vielleicht eine sensible Person und das kann ganz schnell gehen. Aber im Prinzip geht es darum, dass die Menschen, die sowas entscheiden, für diese Themen sensibilisiert sind. Aber auch im Kleinen. Ich meine, das ist auch ein Medienformat hier, das ist auch Social Media im weitesten Sinne. Und hier sitzen auch nur 5 weiße Personen am Tisch und reden oder am digitalen Tisch. Das kann man im Kleinen und im Großen machen. Was ich aber nochmal so auf digitale Skills sagen möchte, ist, dass ich im Rahmen von meiner, wie will ich sagen, Forschung oder meiner Überlegung, wie sind eigentlich queere Jugendliche mehr oder minder von der Corona-Pandemie betroffen, auf eine Statistik gestoßen bin, dass queere Jugendliche mit Online-Unterricht besser umgehen können, weil sie dadurch, dass sie mehr den Bedarf haben, sich viel mehr im Internet, also schon viel mehr in diesem Medium bewegen, als heterosexuelle Cis-Jugendliche. Also ich will damit sagen, vielleicht kann die Benachteiligung auch an bestimmter Stelle auch eine Chance sein. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wenn wir immer auf dieses Social-Media-Bashing und Algorithmen-Bashing abgehen, gerade in der Jugendarbeit, wir dann auch uns mit den Plattformen nicht ausreichend auseinandersetzen, sondern eigentlich nur die FAZ-Feuilletons permanent reproduzieren, die alle sagen irgendwie, ja, die neuen Medien sind alle Kacke und das ist ja nicht Brot, die Fisch nicht Fleisch, das ist brotlose Kunst von überhaupt. Damit verkennen wir das Phänomen TikTok. Damit verkennen wir auch, dass TikTok in der Lage ist, anhand von 5 Videos zu erkennen, was deine Themen sind und du dann wirklich auch, wie Diana gesagt hat, plötzlich eine Community sein kannst, die so großartig ist, wie du sie nie treffen würdest, wenn du, keine Ahnung, auf dem Land lebst. Und ich glaube, wir müssen uns gerade als Erwachsene, die mit Jugendlichen arbeiten, sehr intensiv auch mit diesen Tools auseinandersetzen. Also was ist eigentlich, keine Ahnung, wer von euch weiß, was das Geile an Roblox ist? So, wer von euch weiß, warum TikTok geiler ist als Instagram Reels? Und das muss man einfach wissen, um überhaupt mit Jugendlichen darüber in den Dialog zu kommen. Aber dieses reine Bashing von, ja, das ist irgendwie alles nur die normen schönen Menschen und so. Sorry, aber jeden Donnerstag läuft auch ProSieben Germany's Next Topmodel, wo die Werbung inzwischen vielfältiger ist als die Models von Germany's Next Topmodel unter dem Motto Diversity.
Und darüber redet niemand mehr, weil wir das schon irgendwie alle so satt sind. Aber es ist leichter, auf den sozialen Medien rumzuhacken, als sie wirklich verstehen zu wollen. Total. Und ich wollte noch mal ganz kurz entschuldigen, rein, weil Ben, du hast es gesagt, dieses, dass die Algorithmen nicht vom Himmel fallen. Ich glaube, das ist das, worauf ich vorhin auch hinaus wollte, dass es Leute braucht, wenn du InformatikerInnen ausbildest, die Algorithmen in den nächsten 50 Jahren schreiben, ja, dann musst du die Leute entsprechend ausbilden. Und das sehe ich halt zum Beispiel, ich selber lehre in der Wirtschaftsinformatik, habe die große Ehre und das große Privileg, einen Kurs zu lernen, der sozialwissenschaftliche Aspekte der Informations- und Wissensgesellschaft heißt. Und ich gehe mit meinen Studierenden im ersten Semester richtig ans Eingemachte, ja, und guck mir die Ungleichheitsstrukturen an. Wir reden über Intersektionalität, Rassismus und was das mit der Softwareentwicklung zu tun hat, mit iMethodology. Ne? Ich entwickle als Entwicklerin und Entwickler aus meiner situierten Perspektive. Und das sind alles Dinge. Und was kann ich tun, um das nicht zu tun? Ne? Es gibt schöne Modelle, das GERD-Modell, Gender Extended Research Development Modell, wo an jeder Stufe der Entwicklung von Software und von Algorithmen Reflexionswissen, Reflexionsfragen strukturell implementiert werden können. Für wen entwickle ich, aus welcher Perspektive, wen denke ich mit, wen denke ich nicht mit, was ist für mich sozusagen akzeptabler Kollateralschaden, ja, sozusagen in meiner Algorithmenentwicklung. Und das ist das, was wir den InformatikerInnen und den beibringen müssen. Wir können nicht dabei bleiben und sagen, Informatik ist irgendwie Algorithmusentwicklung als neutraler Prozess, sondern wirklich als sozial, als intersektional situierter Prozess. Und wenn wir solche Leute haben, wenn wir die so ausbilden, dann habe ich die Hoffnung sozusagen, dass die Algorithmen der Zukunft eben nicht mehr schwarze Leute überfahren, weil sie denken, das ist Laterne, weil das immer nur mit weißen Gesichtern trainiert worden ist und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, ich habe da in meiner Lehre sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Studierenden erst irritiert sind, warum sie als WirtschaftsinformatikerInnen das lernen müssen. Bourdieus Kapitaltheorie und Intersektionalität und situierte Perspektiven und so weiter. Aber die verstehen es sehr schnell, wenn man es an konkreten Beispielen mit ihnen durchgeht. Und die sind danach, also ich glaube, die studieren anders als die Studierenden, die das nicht sozusagen haben. Ne? Dass man quasi einfach über dieses Inhaltliche auch, man muss die Informatik, die Computer Science einfach interdisziplinärer, kritischer, reflexiver, sozialwissenschaftlicher machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Miriam, bevor du loslegst, Rudi Hiebel schreibt auch, der unterstützt das, was ihr sagt, aus seiner praktischen Arbeit, dass während der Pandemie seines Jugendtreffs vor allen Dingen Online-Angebote Menschen mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung Zugang verschafft haben, den sie sonst so nicht gehabt hätten. Ne? Also das nochmal die Stütze irgendwie aus dem Plenum zu dem, was wir eben gesagt haben. Miriam, du hattest die Hand. Genau, es war auch nur ganz, ganz kurz, was mir noch dazu eingefallen ist. Also ich meine, nicht ohne Grund reden wir von einer Bewegung, die Hashtag MeToo heißt. Also das ist ja schon so aussagekräftig, dass die MeToo-Debatte diesen Hashtag trägt und eigentlich nur diese Debatte eigentlich so weit getragen wurde, weil sie eben diese Internetplattform genutzt hat oder mehrere. Und klar, ich gebe Raul total recht. Ich glaube, dass wir, egal als das Buch erfunden wurde, gab es da ganz viel Kritik dran und dass es ein ganz schlechtes Medium ist und das Telefon und das Internet, alles total schlecht und alle kritisieren erstmal, dass es ein großes Übel mit sich bringt. Es ist Veränderung und wir müssen uns damit beschäftigen, dass sich Dinge verändern und klar bringen Algorithmen natürlich, das bringen Algorithmen ganz Schlechtes mit sich, aber wir müssen das eben auch für uns zu nutzen wissen und ich glaube, die meisten wissen das für sich zu nutzen. Ja, vielen Dank dafür. Mit Blick auf die Uhr, ich glaube es gar nicht, sind wir schon so fast am Ende der Runde und ich habe mir in meiner beruflichen Zeit angewöhnt, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe und dann anzunehmen, dass das auch andere interessiert. So war das mit diesem Gestaltwas-Camp auch. Ich hatte total Bock, mit euch zu quatschen und euch kennenzulernen, von euch mir was einzustecken. Das ist mir total gelungen hier in dieser Stunde. Ich hoffe, euch auch. Ich möchte zum Abschluss
Blitzlicht ist ja so ein schönes Wort aus der Kinder- und Jugendarbeit, ein Blitzlicht mit euch machen, im Stühlchenkreis sozusagen, ein Blitzlicht mit euch machen, und zwar ihr vier, ich bin raus, ich bin selber der das sich mitnehmen möchte, ihr vier, wir gehen jetzt hier alle raus aus dem Gestaltwas-Camp, gehen ins Wochenende, also hier in Bonn scheint die Sonne, die Kinder spielen schon im Garten und hören laut Partymusik. Ich hoffe, das war ja nicht auf mein Mikro angekommen. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt raus ins Wochenende. Wir sind jetzt, der Laptop ist zugeklappt, das Tablet ist zugeklappt, wir haben jetzt frei. Wir wollen aber das Thema Diversität nicht loslassen. Am Montag geht es irgendwie weiter im Job und gleich geht es schon weiter mit dem Leben. Ja? Habt ihr für uns ein Lifehack? Wie kann ich ganz klein, wenn ich daran glaube, dass Diversität zu leben, immer so eine Mischung aus lernender sein und irgendwie sensibel, immer Lust haben, sensibel zu sein für Themen. Wie kann ich, wenn ich aus dem Gestaltungscamp rausgehe, was kann ich tun, um für Diversität offenere Augen zu haben, als ich das vielleicht vor dem Gestaltungscamp hatte? Habt ihr Ideen für uns? Ich fange mal an. Ein Satz, den ich nie wieder hören will, ist, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Weil nochmal, ich hatte einen Hänger akustisch. Raul, kannst du nochmal sagen? Ein Satz, den ich nie wieder hören möchte, ist, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Mhm, ja. Weil darum geht es nicht. Weil wenn man sagt, es gibt Barrieren in den Köpfen, dann hinterlassen wir ja auch irgendwie den Gedanken, dass es eine Freiwilligkeit ist, ob man Vielfalt begegnet oder nicht. Und es sind gar nicht so sehr die Barrieren in den Köpfen, die das Problem sind, sondern es sind die fehlenden Begegnungen. Und das heißt, wir müssen vielmehr uns die Frage stellen, wie können wir Orte kreieren, die für alle mitgemeint sind. Das bedeutet, keine Ahnung, wenn ihr eure Kinder in die Schule schickt und da sind nur nicht behinderte Kinder, kann man schon mal die Rektorin fragen, warum eigentlich? Wenn ihr an der Uni lehrt, kann man schon die Frage stellen, warum sind die DozentInnen eigentlich alle ohne Behinderung und so weiter und so fort. Also es gilt natürlich für alle Bereiche. Wenn ihr einen KaninchenzüchterInnenverein habt und das ist zufällig barrierefrei, dann schreibt auf eure Website drauf, dass der Ort rollstuhlgerecht ist, auch wenn es keine rollstuhlgerechte Toilette gibt, weil wichtig ist, dass man erstmal die Möglichkeit hat, sich das anzuschauen. Und das gilt in jedem Bereich. Auch in der Jugendarbeit kann es Vielfalt auch im pädagogischen Personal geben und nicht nur unter den Jugendlichen. Dankeschön. Also ich würde da vielleicht direkt anschließen, weil das ist auch eigentlich, also mein Tipp oder wie auch immer, ja, was ich immer sozusagen auch in meiner Arbeit verfolge, ist sozusagen, sich selber immer als involviert zu begreifen. Weil ich hab festgestellt, dass sozusagen in dem Moment, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ich mache ja was für die Betroffenen, ich bin ja gar nicht involviert. Da ist sozusagen, weil ich privilegiert bin, weil ich nicht im Rollstuhl sitze, weil ich weiß, bin dies, das. Ne? Sondern es ist nett, dass du das machen willst, aber das Problem bist, also sozusagen ist, dass du involviert bist, weil du trägst diese Struktur mit. Jeder Tag, wo du nicht antirassistisch, antiheteronormativ, antiklassistisch, anti-ableistisch unterwegs bist, trägst du diese Struktur. Es reicht nicht nur nicht rassistisch zu sein, sondern du musst antirassistisch sein und so weiter und so fort. Das heißt, das Erste, was ich immer sage, ist hier Hashtag educate yourself. Ja? Also überleg dir, was am meisten in dir Resonanz erzeugt. Also bei mir hat zum Beispiel, wie gesagt, am Anfang meiner streckenweisen TikTok-Sucht sozusagen das Thema Antirassismus mich sehr berührt sozusagen und war auch weil ich einfach gemerkt habe, da habe ich den größten Bedarf, das schwingt in mir an. Also habe ich angefangen, mich systematisch damit auseinanderzusetzen, habe mir Bücher bestellt, habe gelesen, habe Videos geguckt, habe mich erstmal sozusagen damit auseinandergesetzt. Und das ist halt dieser Moment zu sagen, du kannst davon ausgehen, dass du die Ungleichheitsstrukturen mitträgst und festigst, solange du nicht aktiv zu ihrem Abbau beiträgst. Also ist deine Aufgabe für Montag, ja, dich hinzusetzen und zu überlegen, was ist das erste kleine Wissen, was ich mir aneignen kann, was mag ich gerne, gucke ich gerne Videos oder lese ich gerne dies, das,
zu welcher Ungleichheitsstruktur weiß ich am wenigsten zum Beispiel, ja, und dann langsam anzufangen, sich da reinzuarbeiten. Das hilft alles nicht, ne? Man muss sich damit irgendwie auseinandersetzen und zu verstehen, dass man, und das, glaube ich, das höre ich in deinen Worten, man hat immer Agency, man hat immer Handlungsmacht und da, wo ich am liebsten sozusagen was verändern möchte, ne? Ich bin jetzt in der Schule meiner Tochter in der AG Diversity, ne? In der Grundschule halte ich mich raus, das macht mein Mann, also man teilt sich das so ein bisschen auf, choose your battles, ne? Ich kann nicht überall irgendwie mich reinhängen, aber da, wo ich so, und man kann überall was verändern und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Mindset-Change, nicht zu sagen, ja, was kann ich denn tun und lalala, sondern man geht davon aus, man kann was tun, man guckt nur jetzt, was man tun kann und nicht ob ich, sondern was kann ich tun. Und jede einzelne Person, Miriam, was auch du gesagt hast, egal wie reflektiert dies, das wir sind, wir werden immer Dinge haben, die wir nicht sehen können. Und das einfach anzuerkennen, zu sagen, okay, ich bin also in einem State of Mind, dass ich immer auf der Suche bin nach Möglichkeiten, wie ich wachsen kann und wie ich noch mehr wirken kann und so weiter und so fort. Man ist nie am Ende sozusagen dieses Prozesses. Und es ist ein lebenslanger Prozess und einfach anfangen mit einer Sache. Und dann geht man da rein. Ne? So mein Reingehen war im Gender, von anderen ist es eben was anderes, aber sozusagen sich niemals satt zu sein und niemals das Gefühl zu haben, geil, jetzt bin ich total inklusiv oder so. Darf ich vielleicht einen Gedanken dazu noch ergänzen? Inklusion, das ist jetzt das Thema, für das ich vor allem einsetze, bedeutet nicht, wir müssen ab morgen alle beste Freunde werden. Inklusion ist nicht das Regenbogen-Einhornland, in dem wir uns alle lieb haben, ja, sondern Inklusion ist mindestens, dass wir einander aushalten und nicht verurteilen dafür, dass jemand so ist, wie er oder sie ist. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, fühlt euch auch nicht automatisch schuldig, wenn ihr euch mit dem Thema bisher noch nicht auseinandergesetzt habt, sondern erkennt einfach an, ach krass, das habe ich noch nicht gemacht. Wenn ich es interessant finde, ich gehe dem Thema nach. Nicht mehr wollen wir. Also ich denke, ob man das Inklusion nennt oder Diversität, ich würde es jetzt gerne auf die Diversität lenken, weil das ja auch so quasi so ein bisschen unsere Überschrift war. Und Diversität heißt alle. Diversität heißt alle, vor allem auch die, die glauben, auf sie treffe das nicht zu. Und wenn wir hier rausgehen, dann sollten wir uns einfach vornehmen, dazu zu gehören. Und wenn wir sagen, ja, wir gehören dazu, dann gehören auch alle anderen dazu. Und dann ist eigentlich so das erreicht, von dem ich mir vorstelle, dass wir das in, ja, 15 Jahren erreicht haben. Ich möchte es noch erleben. Miriam, das Geburtstagskind hat das letzte Wort. Das ist schön. Genau, also ich würde mich so inhaltlich sehr an Diana anschließen. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was du eigentlich wolltest, Benjamin. Du wolltest einen kurzen kleinen Lifehack und den gibt es leider meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, dass ich habe selber vor 3-4 Jahren mich mit Rassismuskritik auseinandergesetzt, mit meiner eigenen internalisierten, mit eigenen internalisierten Rassismen. Und das ist kein leichter Prozess. Und das bedarf. Da muss man sehr viele eigene Abwehrmechanismen erstmal durchbrechen. Und es geht nicht nur um Rassismus, es geht um Ableism, es geht um so viele Themen, wo man erstmal selber checken muss, dass man diese ganzen Ismen internalisiert hat. Und diesen Prozess, den ich wirklich auch sehr schwierig für mich fand, zu verlangen, von jedem durchzumachen, finde ich schwierig. Und zu sagen, alle SozialarbeiterInnen sollen das machen, sollten sie auf jeden Fall. Aber ich weiß selber, wie schwer dieser Weg für mich war. Und ich kann da keinen eigenen kleinen Lifehack geben. Ich selber habe von Noah So, Deutschland Schwarz-Weiß, zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Ich habe es 8 Jahre nicht gelesen. Das lag bei mir zu Hause rum, weil ich dachte, ich bin noch nicht rassistisch. So, dass man einfach mal irgendwo anfängt, an irgendeinem Punkt und solche Bücher, kauft euch Exit Racism, das ist ein Lifehack. Kauft euch das Buch Exit Racism zum Beispiel oder über andere Ismen, an irgendeiner Stelle anzufangen und zu sagen, ach, selbst wenn ich nicht rassistisch bin, ich lese doch einfach mal durch, rein weil es mich interessiert. Oder um mir selber zu beweisen, dass ich gar nicht rassistisch bin. das ist ein guter Ansatz, um sowas zu lesen. Und ich will das kurz in eigener Sache sagen, dass ich 2 Sachen hier heute mitnehme. Ich brauche definitiv TikTok, habe ich noch nicht.
Und ich muss an Raul sagen, ich wollte schon immer mal ins Berghain. Ich schaffe die To-Do-Liste meines Lebens. Vielleicht nimmst du mich einmal mit. Lass uns dann gehen. Da komme ich mit. Ich will auch mal wieder. Ich war schon lange nicht. Also wir starten mit einem Talk und enden mit einer Verabredung im Berghain. Besser kann das Ding jetzt hier nicht ausgehen. Ich danke euch total für eure Zeit. Ich danke euch total für eure Inspiration. Ich danke euch total dafür, dass ihr uns mitgenommen habt in dieses Thema. Ich habe das sehr genossen, die Zeit mit euch. Danke, dass ihr heute hier da wart. Großen Applaus für euch und vielen, vielen Dank für euer Dasein und habt ein maximal gutes Wochenende. Und Georgine und Benjamin sind auch eingeladen ins Berghain, ist klar, ne? Ja. Ich muss da auch mal hin. Georgine, wir haben uns eigentlich eingeladen gefühlt, oder? Und dass wir angesprochen werden. Natürlich. Ich habe so eine Reisegruppe mit so einem magentafarbenen Schirm und dann. Genau. Jetzt, wo ich weiß, was Berghain bedeutet, muss ich da mal rein. Hashtag #MeToo und mitgemeint, genau. Super. Vielen Dank euch. Macht's gut, ihr Lieben.